Kempten hier oben am Berg auf 2000 Meter Höhe ist einmalig. Also. Das hier oben ist abgeschieden von der Umwelt. Und wenn es zum Beispiel in einer größeren Stadt, da kann man dann natürlich in die S-Bahn oder U-Bahn steigen und dann ist man gleich wieder unterwegs. Man ist da im Getummel eher. Und hier oben ist es natürlich selten, sowas zu finden. Das Erleben, ein Bild zu malen, spielt immer eine große Rolle. Ob es jetzt eine Skizze ist in einem Café, ein kleineres Bild oder auch ein großes. Das Erleben ist eigentlich das Wichtigste für einen Maler, wenn da was entsteht. Es ist nicht so, wie wenn man jetzt fotografiert, sondern es entsteht langsam, die Farbe fließt und das ist eben dieser langsame Ablauf von Entstehen. Da kommt man rein und dann erlebt man das Malen selber. Das ist das Faszinierende für mich auch, also in der Malerei. Also ich beschäftige mich hauptsächlich in letzter Zeit verstärkt mit Action Painting. Ob man jetzt schüttet oder spritzt, die Gedanken freien Lauf lassen. Dann entsteht was, das unberechenbar ist. Und das könnte man dann wieder in dieser Action korrigieren. Ich muss mich erleben in den Farben. Es bleibt immer so bei dieser körperemotionalen, bei der körperbetonten Arbeit. Das fasziniert mich. Dann schon aufpassen, wer das Bild dann malt, ob der Pinsel das malt oder ich. Und das ist dann immer so ein Tanz mit dem Pinsel. Also was mich als Erlebnismensch prägt, ist es mir ganz wichtig, ist es Erleben. Also auch ich tue auch Fotografieren und Filmen. Ich mache gerne Filme, höre gerne Musik. Also diese ganze Kombination der Sinne, des Erlebens von Bildern ist mir wichtiger. Was wir gerade jetzt machen, ist fantastisch. Also es gefällt mir total.